Schön, dass wir mal wieder einen Brudertalk haben. Ja, es ist länger her und ich freue mich drauf. Ich war heute Morgen spazieren und gestern war es ja sehr stürmisch. Beim Spaziergang hat es einen fast weggepustet. Und heute Morgen bin ich so die Feldrunde gegangen und es war ganz windstill. Und man hat die Vögel zwitschern hören. Und es war richtig schön. Es war wie so die ersten Frühlingsboten. Es war natürlich noch kalt und winterlich. Und da habe ich gedacht, das ist doch ein schönes Beispiel für unseren Brudertalk heute, so der erste Frühlingsbote, der erste Gruß aus dem neuen Jahr. Und gedacht, das ist vielleicht ein guter Start. Finde ich auch. Um so einen Rückblick zu beginnen und auch einen Ausblick. Was erwartet uns so bei Shift in diesem Jahr? Was, womit darf man schon mal rechnen, was so auf einen zukommt? Es sind ja ein paar ganz schöne Sachen eigentlich, die wir für heute im Gespräch haben. Rückblick, Carsten. Was waren deine Highlights im letzten Jahr? Es gab natürlich viele Highlights. Mhm. Ich glaube, eine besondere Sache für mich war, dass wir nach ganz, ganz vielen Jahren mal wieder unsere Freunde in China besucht haben. Also beim Jackie waren und... Ich glaube, 4 Jahre, oder? Ja, und auch tatsächlich zum ersten Mal als Entwicklungsteam. Also Daniel, Ben und ich zusammen. Das hatten wir noch nie, dass wir irgendwie zusammengereist sind. Genau, und das war total schön, weil dann auch so für die beiden, ja, das auch nochmal so, die so richtig da reingekommen sind in diese ganze Geschichte. Wir haben ja so lange, machen wir schon Entwicklungsprojekte zusammen, aber irgendwie vieles hat die noch nie so gesehen. Und so, das war auch so ein richtiger Durchbruch, weil einem da so klar geworden ist, wie viel Arbeit steckt in so einem Produkt drin. Also wie viele Menschen stecken so viele Stunden da rein, in Dinge, um irgendwas zu produzieren. Und es ist total cool und super krass zu sehen, wie viel Liebe eigentlich da drin steckt in so einem Produkt und wie wichtig es deswegen ist, die einfach so richtig gut zu machen, dass sich das auch wirklich lohnt. Ja, das war für mich total schön. Also einfach mal wieder auch Zeit mit denen zu haben. Und das war auch so cool, als wir dann da saßen, abends im Hotelzimmer. Und als dann der Tao ankam mit so auf so einem kleinen Zettel, so drauf geschrieben, Shift Phone 8 must successful. Das fand ich so süß. Wir haben uns dann halt so drüber unterhalten, dass das eigentlich so das krasseste Produkt ist, das wir je gemacht haben. Doch eigentlich so das Hauptprodukt von Shift und eigentlich jetzt so unser Meisterstück eigentlich wird von allem, wo alles drauf hingearbeitet hat, was wir bisher gemacht haben. Von daher ist das schon ein ganz krasser Schritt eigentlich auch für uns. Und das war total schön, das so mit denen zusammen zu machen wieder und die mal wieder zu sehen und gemeinsam abends zu klönen und Sachen zu spinnen. Das hat uns ganz schön nach vorne gebracht. Ja. Auch gerade was Shift Phone 8 angeht. Und das finde ich auch schön, dass, wenn man an Projektarbeit denkt, denkt man ja immer, ne, man muss auch viel arbeiten und das muss man natürlich auch, aber es gehört auch ganz viel Zwischenmenschliches dazu. Und ich finde, dass man das nicht aus dem Blick verliert, sehr, sehr wichtig. Und das erinnert mich an mein so erstes Highlight, an das ich gedacht habe, 2023. Es fühlt sich schon weiter weg an, aber wir haben 23 den Gänsemarkt eröffnet. Im März das Café und im Mai dann den Dorfladen. Ja. Und das war auch so ein großes Fragezeichen. Wie läuft das überhaupt an? Wird das angenommen von den Menschen? So ein Dorfladen, es ist ja immer so die Frage, funktioniert das überhaupt? Und wir konnten ja auch kein Patentrezept liefern, ne? Oder sagen, ja natürlich, ne? Wir haben einen Businessplan, das wird so und so laufen, sondern es ist immer die Frage, hat man genug Menschen, die Lust haben, da mitzumachen und mit einzukaufen? Das ist auch viel Arbeit, wenn ich mir so denke, wie früh man dann morgens aufstehen muss und bis dann hier alles... Bis die Brötchen geholt werden. Ja, ne? und so. Schon... Ja, und da muss ich auch sagen, hat sich ein komplett neues Team nochmal gebildet. Ne? Ungefähr 12 Leute, die dabei sind, die den Gänsemarkt so schmeißen und sich da echt sehr, sehr intensiv investieren. Und das finde ich total schön, dass das funktioniert hat. Weil ja auch immer die Frage ist, wir arbeiten ja auch teilweise mit ehrenamtlichen Leuten und das ist ja auch immer die Frage, kriegst du dir da Leute, sind die begeistert oder hast dann Leute, ja, ich mach mit und dann macht doch niemand mit. Und das war so schön zu sehen, dass so viele Leute einfach richtig Lust haben auf das Projekt und da so Gas geben. Also da
Ja, und ich finde auch nicht nur irgendwie, dass es funktioniert hat, sondern dass es so einem krassen Lieblingsort geworden ist. Für ganz, nicht nur unser Vater, der irgendwie auch ständig hier im Café sitzt und sich mit Menschen trifft. Das Beste, und so, was man ihm schenken kann, ist ein Gänsemarktgutschein. Ja, genau. Ja, das ist echt ein wichtiger Schritt gewesen. Und 23 war ja schon auch ein Jahr, in dem wir echt richtig Gas gegeben haben. Und ich gemerkt habe, das Team hat sich nochmal ganz neu formiert. Ne? Also ganz viele, die krass Verantwortung übernommen haben im Team, wo ich richtig stolz drauf bin, dass wir das so hinbekommen haben, so uns als Team zu finden, also das gesamte Shift-Team, aber auch in den unterschiedlichen Abteilungen so neu zu finden, Rollen zu definieren, und dass die viele auch so ihre Rollen dann so ausgelebt haben. Ne? Und ich glaube, das hat auch ganz viel von 23 für mich ausgemacht, wo die Team-Time, also unsere Teamzeit, die wir ja immer wieder haben, das war irgendwie so ein, nehme ich jetzt einfach mal als Platzhalter dafür, für dieses Highlight für mich. Es war auch echt eine schöne Team-Time, ne? Mit dem, mit dem Floßbau. Stimmt, ja. Richtig, richtig. Team-Time bedeutet bei uns immer, dass wir auch so verschiedene Angebote machen. Und eines war eben, dass wir gemeinsam ein Floß bauen und dann eben das möglichst schwimmfähig sein sollte und wir dann eben zusammen auf dem See rausschippern. An anderes nicht Thema. Nur schwimmfähig, es musste auch einiges an Wasserschlachten aushalten. Genau. sehr schön, hat so richtig Spaß gemacht, fand ich. Ja, und genau, andere Teams haben dann andere Sachen auch gemacht, aber wir waren beide in dem Flussteam, ne? Eigentlich lustig, dass wir uns das beide ausgesucht haben. Aber in verschiedenen Teams, ne? Quasi gegeneinander gebattelt. Das stimmt, ja. Ja, das war sehr cool. Es war auch 2023 das erste Jahr, wo wir so richtig ein Audioprodukt irgendwie auf dem Markt hatten. Und ich bin auch total dankbar, so wie das angenommen wurde und so das Feedback und dass wir auch so im Audiobereich jetzt so modulare, reparierbare Sachen haben können. Du meinst die Kopfhörer, die haben wir Anfang des Jahres ausgeliefert dann. Ne? Mhm. Wir haben noch natürlich, wie es unsere Art ist, dass bei allen, wo es dringend war, haben wir dann noch so eine Weihnachtsauslieferung gemacht. Stimmt, haben wir noch an verschiedenen Stellen, wo wir dann hingefahren sind und dann den Leuten auf irgendwelchen Parkplätzen oder sowas noch die Sachen gebracht haben. Ja. Da, wo es halt wirklich Weihnachtsgeschenke werden sollten. Ja, das war schon ein bewegtes Jahr. Und ich finde auch, so diese Ausrichtung, nicht nur Smartphones zu machen, ne, wir haben auch das Shiftbook natürlich, aber auch diese Audioprodukte, wo wir auch gemerkt haben, das ist auch was, wo wir merken, im Team ist da auch eine Leidenschaft. Ne? Da sind Leute dabei, die total Lust haben, da auch super Produkte ins Leben zu rufen. Selber auch Menschen, die audiophil sind, die irgendwie da Lust drauf haben, sich reinzufuchsen. Wir beide auch, die gerne Musik machen. Ja, es war auch total krass. Also gerade so im Bereich Audio haben wir auch irgendwie so gedacht, da gibt es echt noch nicht so viele gut reparierbare Produkte. Mhm. Und auch gerade da werden ja auch viele Einheiten verkauft. Und genau, und deswegen haben wir uns ja auch den nächsten Schritt schon vorgenommen. Ja, das steht auch hier. Da kann man nicht. Als hätten wir es gewusst. Genau. Viele haben es vielleicht schon mitbekommen, ne? Ja, wir haben es ja schon mal kurz angekündigt. Genau, wir haben es angekündigt, Crowdfunding gestartet. Und ist super angenommen worden, das Crowdfunding. Und das ist der Shift Sound SP. SP steht für Speaker. Das Coole ist, der ist wasserdicht und trotzdem gut reparierbar. Ja. Und genau, gibt es demnächst mal ein paar Videos, Repair-Videos und so weiter. Ja. Und der Sound ist halt einfach richtig schön. Ist einfach ein sehr cooles Produkt. Schöner, ausgewogener Sound. Nicht zu basslastig, aber genug Bass. Nicht nur so ein, ne, so ein Gequietsche, was rauskommt, sondern echt sehr ausgewogen. Ich hatte ihn jetzt dabei bei einer Veranstaltung, da war es richtig laut, also im Foyer ziemlich viele Leute. Es ist einfach ein richtig schöner Klang, also schön Bass da, ganz klar und hat auch genug Power. Also auch wenn man dann mal lauter machen muss, es war dann schon fast zu laut, manchmal muss ich ein bisschen zurückschalten, aber kann man schon eine Party mitschmeißen mit den kleinen Dingen. Ja. Und man kann ja auf zwei Stück koppeln, dann hat man Stereo-Sound. Das finde ich auch schön. Und so wie es ja auch bei, wo wir ne, sagen, bei allen Shift-Produkten soll auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. Und das finde ich auch cool, dass wir da einen echt guten Preis hinbekommen können für so ein Produkt.
wo man sich im Markt wirklich nicht verstecken muss. Ne? Hm. Ja, da freue ich mich sehr drauf, tatsächlich. Die dann wirklich auch ganz final, also das hier ist jetzt einer der finalen Prototypen, aber die dann aus der Serienproduktion auch in den Händen halten zu können, das wird auch wieder ein Highlight, glaube ich, für dieses Jahr. Hm. Es gibt ja auch jedes Jahr immer irgendwie so Sachen, wo man auch so Probleme lösen muss, ne? wo man irgendwie merkt, da gibt es irgendwie was und da fällt mir jetzt gerade ein, das Projekt hier. Ja. Genau, und zwar war da das Problem, dass die Akkus vom 6M, die gute, tolle Akkus sind, aber die man im Prinzip nicht mehr so einfach herstellen kann, weil wir halt zu kleine Stückzahlen haben. Man müsste dann irgendwie 20.000, 30.000 herstellen, aber die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das wäre dann Elektroschrott und gerade im Batteriebereich und das macht so gar keinen Sinn. Dann haben wir halt überlegt, wie können wir das machen, dass wir auch die 6M-User einfach in die Zukunft bringen können und dass wir ganz, ganz langfristig noch weiter unterstützen können. Ja, weil das Problem ist ja auch, dass es Hersteller gibt, die zwar wechselbare Akkus haben, aber die dann bei den älteren Geräten auch sagen, ja, lohnt sich nicht mehr, die nachzuproduzieren, was ja auch richtig ist. Beim 6M ist der Akku eben ein bisschen größer gewesen als unser jetziger Universal-Akku, der im 6MQ und auch im Shift Phone 8 ist. Genau. Und dann würde unser Universal-Akku quasi nicht reinpassen, aber das Gute ist, der ist ein bisschen kleiner und passt eben sonst schon vom Formformat. Also wenn man den reinmacht, ist hier oben halt eben eine kleine Lücke, die dann da ist, von der Breite her passt. Genau, und deswegen gibt es jetzt so einen Adapter mit so kleinen Poco-Pins, die das quasi überbrückt, die man einfach reinsetzen kann. Und damit hat man dann ein 6M kompatibel gemacht für die Zukunft. Also quasi alle zukünftigen Batterien, die wir jetzt machen werden. Das klickt dann so ein, genau. Ist dann fest und jetzt ist das 6M quasi vorbereitet für die Zukunft. Und der bleibt auch einfach dann drin. Der genau, den kann man einfach drin lassen. Sehr cool. Und dann kann man einfach die Batterie wie im 6MQ, dieselbe Batterie wie 6MQ benutzen. Ja. Genau, an der Software muss man natürlich dann noch ein paar Sachen anpassen, wie eine Ladekurve und so, aber dann erkennt die das quasi, dass das da drin ist. Genau, das ist quasi auch so ein, wie immer wieder so kleine Ideen wichtig sind und so, um Dinge einfach noch wesentlich länger supporten zu können, dran zu bleiben. Genau, dann, wann ist das eigentlich 6M rausgekommen? 14, 15, 2016. 2016 haben wir das rausgebracht. Ja, das ist dann acht Jahre alt jetzt schon. Ja. Und damit kann man jetzt mit einem 8 Jahre alten Gerät quasi die allerneuesten Akkus weiterverwenden. Ja. Das fand ich irgendwie auch cool am letzten Jahr, so an den Entwicklungssachen, dass wir halt so Sachen noch machen konnten. Und so in die Zukunft geguckt, also das kommt ja jetzt so auf den Markt, da kostet auch nicht viel der Adapter, ist einfach dafür da, dass man es möglichst lange weiterverwenden kann. Ja. Noch ein großes Highlight neben vielen anderen Highlights. Ja. Einmal das Shiftbook, was wir im letzten Jahr ja auch dann so zur Marktreife gebracht hatten. Und quasi das hier. Genau. Und wir sehr zufrieden sind mit dem, wie es geworden ist. So, dass wir so ein ganz neues, auch großes Produkt nochmal reingebracht haben. Ne? Neben den Phones, halt Audio und Kopfhörer ist natürlich auch irgendwie was Wichtiges. Ne? Oder die Shift Sound, das hat auch natürlich Entwicklungsleistung gekostet. Aber so einen Rechner komplett zu entwickeln, ist halt auch nochmal eine ordentliche Hausnummer. Ja, war ja auch so das erste Produkt für uns in der Kategorie. Ja. Ja, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, wie es irgendwie so geworden ist. Aber die Zeit geht ja auch weiter. Das ist richtig. Und es gibt ja jetzt neueste Generation Intel. Und genau, deswegen freue ich mich total, dass dieses Jahr noch das Shiftbook 2 auf den Markt kommt. Und dass auch jeder upgraden kann oder man Dinge upgraden kann. Genau, und das Ziel ist halt, wir stellen das irgendwann nochmal richtig vor, aber dass es quasi das gleiche Gehäuse hat, dass man vom Tooling her nichts verändern muss, sondern es ist einfach eine andere Hauptplatine, die man reinsetzen kann. Und dann hat man quasi das Shiftbook 2, wird auch als Shiftbook 2 dann gebaut. Genau, das ist auch nochmal so ein Projekt, was irgendwie das Jahr für mich auch irgendwie so prägt. Aber das Hauptprodukt ist natürlich der Shift Phone 8. Ja. Mit ganz großem Abstand, wo ja
80-90% unserer ganzen Gehirnschmalz ins Gehirn fließt. besonders mit Wasserdichtigkeit und so weiter, dass wir das halt wirklich hinbekommen. Ja. Da habe ich hier auch schon was liegen. Du hast das mitgebracht. Genau, das ist nämlich hier der erste Prototyp, der ist 3D gedruckt und hat aber schon, hier hinten sieht man es, das Fach für die Batterie. Das ist quasi das Batteriefach, was da drauf kommt. Und genau, man sieht es wahrscheinlich nicht so gut. Es hat quasi ja gar keinen Rand mehr, sondern es hat nur so einen ganz, ganz feinen Rand überall gleich und sonst nur die Punch-Hole für die Kamera. Und ja, ist schön flach geworden und ich freue mich sehr auf dieses krasse Produkt. Im Vergleich zum Shift 6MQ, ne, auch wenn man es sich anschaut, so sieht man, genau, mit der Dicke, ne, also wir sind da genauso geblieben. Es ist ganz leicht breiter und natürlich viel mehr Screen Space, den man hat, dadurch, dass man eben oben und unten nicht die Balken mehr hat. Ja. Genau. Ja, das ist sehr schön. Und man sieht auch, das fand ich, hast du ja eben gesagt, ne, das Display ist viel dunkler. Das heißt, man hat nochmal ein deutlich besseres Kontrastverhältnis dann auch. Besserer Schwarzwert ist. Besserer Schwarzwert, genau. Ja. Weil genau der Hintergrund einfach nochmal deutlich schwarzer ist. Da freue ich mich so richtig drauf, Carsten. Ich glaube, das wird also wirklich ja auch, wie du es anfangs gesagt hast, das Produkt, was wir, wo wir jetzt schon lange darauf hinarbeiten, ne, viele, viele Jahre schon. Und vieles sich jetzt so in den finalen Zügen befindet und immer konkreter wird. Und darauf freue ich mich richtig. Und ja, auch schon so ein bisschen in Richtung Universal Computing hin, dass wir schon mal weiter überlegen, weiter gucken. Mhm. Gerade so mit Screen Connectivity und anderen Sachen. Ja, aber es glaube ich, da steckt jetzt vieles von dem drin, was wir so über die Jahre, apropos Jahre. In diesem Jahr werden wir 10 Jahre alt. Richtig. Das ist krass, ne? Ja. Wenn man sich das mal überlegt. Das kommt mir gar nicht so lange hervor, aber das ist ja immer so. Ja. Wenn man Kinder hat, vergeht die Zeit immer schneller und ein Unternehmen ist ja auch so ein bisschen sowas wie so ein Baby. Schon 10 Jahre. Das ist jetzt schon 10 Jahre, das ist schon ein Teenager jetzt dann bald. Und auch da, wenn ich schaue, ne, dass viele der Mitarbeitenden uns schon lange begleiten. Beim letzten Status-Meeting haben wir 5-Jähriges von einer Mitarbeiterin gefeiert. Aber es sind ja viele auch, die schon länger dabei sind sogar. Was mich total freut, dass wir so über die Jahre uns gegenseitig so die Treue gehalten haben und Lust haben, Shift weiter voranzubringen. Mhm. Und dass ja auch gerade die Mitarbeiter, die schon so lange dabei sind, auch Mitarbeiter geworden sind, die so richtig nach vorne pushen, ne, und richtig Gas in die Projekte mit reingeben. Und wir natürlich viele neue auch immer wieder über die Jahre dazu bekommen haben. Wir sind ja auch immer stetig gewachsen, die Mitarbeiteranzahl, und dass viele so schön ins Team reingefunden haben, das ist schon was Besonderes, finde ich. Mm. Ja, und ich bin irgendwie total dankbar für auch, dass wir das damals so entschieden haben, dass wir so natürlich wachsen wollen. Mm. Dass wir nicht so auf schnelle Skalierung gesetzt haben, sondern eher auf einfach in Schritten zu wachsen, ohne Abhängigkeiten zu wachsen. Ja, und auch so in die Zukunft, dass es so gut aussieht, dass wir jetzt eben nächste Schritte gehen können und so. Das wird ein sehr spannendes Jahr. Ich freue mich da sehr drauf, weil das so ein richtiger Durchbruch ist für uns auch als Shift. Also nochmal so ein richtig großer Schritt nach vorne, also vom Produkt her. Shift von 8, aber auch Internationalisierung. Also wir verkaufen nicht nur in Deutschland, sondern auch noch die anderen europäischen Länder, die jetzt so dazukommen. Und ich glaube, das wird schon nochmal ein ziemlicher Schritt sein. Mhm. Ja, und ich glaube, dass einfach das auch nochmal einiges bewegen wird. Auch für uns, aber ich glaube auch so auf dem Markt. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. 10 Jahre Shift. Ach so, was mir noch gerade einfällt. Ja. Die IFA wird 100 Jahre alt. Ach ja, ja. Wir ein Zehntel davon. Genau. Und deswegen haben wir gedacht, das wird auch eigentlich cool. Wir feiern das. Shift wird 10, IFA wird 100. Sehr gut. Und wir sind mal endlich wieder bei der IFA dabei. Ja. Das heißt, kann man uns dann dieses Jahr wahrscheinlich auch erleben. Ja. Und natürlich unser Sommerfest, wo ich mich drauf freue. Ja. Finde ich cool, wenn da viele kommen an diesem wunderschönen Ort hier. Und der Termin steht schon fest. Man kann sich das schon im Kalender eintragen. Ja. 15. Juni. Also Juni, Juni. Vor den Sommerferien. Vor den Sommerferien. Man muss nicht
irgendwie seinen Urlaub unterbrechen, um es versuchen zu können. Und das war letztes Mal richtig schön. Das war richtig cool. 400 Leute, die hier auf dem Gelände rumgeturnt sind. Und so, das war echt, habe ich sehr genossen, den Tag. Ja, es gibt auch mal coole Sachen. Erstmal die ganzen Begegnungen, ist super wichtig. So. Ja. Aber dann gibt es ja auch unseren Wühltisch mit den ganzen Deals, wo man halt lauter coole Schnäppchen aufgabeln kann und so und halt sich die ganzen Produkte angucken kann und so. Ja. Und was wir auch dieses Jahr noch haben an Neuerungen, ist, dass wir hier im Gänsemarkt jetzt auch Support anbieten, ne? Beratung mit anbieten. Das heißt, man kann herkommen, einen netten Kaffee trinken, das Gerät abgeben. Und wir können jetzt hier nicht direkt live reparieren, da haben wir das Personal nicht für, aber man kann sich eben beraten lassen. Ne? Das finde ich auch total schön, dass es auch so eine lokale Anlaufstelle gibt hier. Ja, das war nochmal ein ziemlicher Schritt. Ja. Aber nur Donnerstag bis Samstag, ne? Ja, genau. Donnerstags bis Samstags zu den Öffnungszeiten des Ladens hier im Gänsemarkt. Ja. Wenn man eine ganz komplexe Frage hat, dann ist vielleicht gut, man kündigt sich vorher an. Unbedingt, ja. Aber wenn es irgendwie das hilft normale immer. Kleine... Also hilft uns auch einfach. Ne? Wenn man sich vorher ankündigt, dann kann man sich schon vorbereiten und so... Ach, guck mal hier, was mir gerade auffällt. Das steht ja hier die ganze Zeit auf diesem Ständer. Richtig. Den muss ich, glaube ich, auch noch mal ganz kurz erwähnen. Ja. Das ist nämlich unser faltbarer Shiftbook-Ständer. Und der wird sehr cool. Ist noch ein Prototyp, aber es dauert nicht mehr lange. Und dann kann man den nämlich auch bestellen. Ja. Ich habe den immer auf meinem Schreibtisch und ich finde ihn so cool. Ich habe noch den Vorgänger-Prototyp drauf und der, muss ich sagen, ist echt nochmal deutlich schöner. Ich fand den schon ganz schön, cool gelöst und so, bin ich sehr zufrieden mit, aber hier, der ist schon nochmal deutlich schöner, einfach die Formen passen halt wieder zusammen, ne? Die Rundung zu dem Shiftbook und zu allem, das ist einfach eine sehr schöne Designsprache. Da kann quasi nichts mehr dran kaputt gehen. Ja, das finde ich halt auch so richtig cool, ja, an dem Ding. Sehr cool. Ja. Ich glaube, dann haben wir es aber jetzt schon, ne? Ich glaube, jetzt haben wir es. Wir wollten es heute nicht so lang machen, die letzten Jahre. Aber wir lassen es dann doch immer wieder zu hinreißen. Es gibt halt auch einfach viel zu erzählen. Ja, und es gibt ja auch bald wieder einen Schifftalk noch. Ja. Da kann man auch nochmal dann gucken, wann der genau ist. Genau. Wo wir dann mehr über Schiff von 8 erzählen und dann auch den richtigen Prototyp zeigen können, der dann schon angeht und sowas. Das wird auch cool. Ja. Ja. Vielen Dank an euch alle. Danke, dass ihr so hinter uns steht und Shift mit uns irgendwie lebt. Ohne euch gäbe es uns nicht. Wir freuen uns auf ein neues Jahr mit euch und tun alles, was wir können, damit es irgendwie es richtig schöne Produkte werden, qualitative Produkte, aber es einfach auch ein gutes Miteinander ist und man einfach ehrlich, echt und offen über Sachen reden kann und Dinge löst für den Planeten. Ja. Vielen Dank und ein schönes Jahr euch. Bis demnächst. Shift happens.